erzähl doch mal, warum du so aufgeregt bist. Freudig aufgeregt? Ja. Weil wir jetzt zum Notar fahren und den letzten schönen Hektar kaufen, in diesem kleinen, wundervollen Tal, wo wir uns niederlassen. Da freue ich mich riesig drauf. Und das war ja mit so ein bisschen Problemen verbunden. Das ist richtig, ja. Also es hat ein bisschen gedauert, bis der Kaufvertrag zustande kam. Genau, da mussten sich so ein bisschen die Parteien auf etwas einigen, was fair ist. Ja. Und da sind wir jetzt. Und jetzt fahren wir los. Auf geht's. Erfolgreichen Grundstückskauf gehen wir jetzt alle gemeinsam ins Grand Hakim und stoßen hier mal an. Hübscher Laden am Berg von Kakupé. Wirklich hübsch. Ich kann euch draußen auch gerade noch mal die Aussicht zeigen, die ist nämlich auch hübsch. Jetzt wollte ich euch eigentlich nur mal erst das Grundstück an sich zeigen, weil wir jetzt seit knapp einer Woche stolze Grundstücksbesitzer sind. Und natürlich werden wir euch alles über den Bau erzählen und den Bau begleiten, dass ihr immer gucken könnt, was passiert wann, worauf muss man achten. Wir haben jetzt die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, vielleicht passieren uns auch irgendwelche Fehler. Nähern wir uns langsam dem Grundstück. Wir sind jetzt so ungefähr 300 Meter reingefahren. Also man sieht immer noch einen guten Weg. Gerade, keine Schlaglöcher. Und das ist quasi der Weg jetzt von oben. Und dann, wie eben gezeigt, gab es ja auch noch einen Weg von unten. Ja, also hier stehen wir jetzt an der Grenze unseres Grundstücks. Das, was ihr hier seht, bis nach hinten, alles gehört zu unserem Grundstück. Und dann geht es noch hier oben rein, das hatte ich euch schon gezeigt. Das ist nochmal ein bisschen so ein L-Stück um die Ecke. Und da haben wir auch drei kleine Mangobäume drauf, da freuen wir uns sehr. Und im Grunde haben wir vor, hier dieses parzellieren zu lassen und wieder einzelne Grundstücke zu verkaufen. Heute Morgen sind wir hier, um unsere Motorsense und Motorsäge abzuholen bei Raoul, beziehungsweise hat Raoul die gebracht. Und gleichzeitig gibt es jetzt eine Einweisung. Einmal für den Annahmenbissel, aber wir haben dann natürlich auch ein bisschen, ja, auch Leute, die uns helfen, das Grundstück sauber zu machen. Die kommen gleich auch noch dazu. Und Sicherheit geht vor, deswegen gibt es dann noch mal eine Einweisung. Obwohl diese beiden Gärtner das auch schon können, machen sie noch mal eine Einweisung. Das schadet ja nichts. Litro, para un litro. Entonces, destapamos este, no este. Destapamos esto y apretamos la botella. So, jetzt gibt es noch die Einweisung zur Motorsäge. Wichtig. Para que, si hoy usamos acá, mañana cuando vamos a hacer un trabajo intenso, giramos la espada.
Wir gehen jetzt hinten zu einer Palme, die jetzt umgemacht wird. Probeweise. Also die muss sowieso umgemacht werden. Wir wollen ja mal schauen, ob die Maschine funktioniert. So ist es. Keine Katze im Sack. Genau so. Hier jetzt noch mal ein zweiter Schwenk. Da sieht man wieder unseren Hektar und hier die 2 Hektar, die unmittelbar dran grenzen. Vorhin stand ich ein Stückchen weiter unten, jetzt bin ich ein Stück hochgelaufen. Also alles, was man dort sieht im Grunde. Hier ist noch mal die Aussicht. Ja, das hier alles, da sieht man jetzt nicht so viel, das muss erst sauber gemacht werden. Und hinter dem Schilf geht es auch noch weiter, da können wir jetzt gerade mal hingehen, dass man dahinter auch noch mal gucken kann. Das sind jetzt alles die 2 Hektar, wo wir gerne noch nach netten Leuten suchen. Und nein, wir wollen kein Barrio gründen. Wir wollen einfach nur wieder Land abgeben an nette Nachbarn, die in Frieden und Freude mit uns hier in einer schönen Nachbarschaft leben wollen, in der man sich gegenseitig hilft und unterstützt. Ja, also bis da, ein bisschen wo das Gestrüpp ist da hinten, da hört es auf. Es geht nicht ganz bis zum Wald hinten. Das hier gehört noch dazu. Ich bin jetzt gerade an diesem Schilf vorbei, der auch noch dazu gehört, und gehe jetzt mal hier runter. Hier liegen so viele kleine geerntete Maniok-Äste. Bisschen aufpassen, dass ich nicht stolper. So. Also das hier alles, wo der Paul rumläuft, bis zu diesen Büschen da unten und darunter. Und von hier oben sieht man noch mal mehr diesen fantastischen Ausblick. So, jetzt geht's los. Jetzt kommt das Öl in das Benzin. Jetzt wird das Gemisch gemacht und dann wird heute bzw. jetzt gleich losgelegt. Und zwar hier. Und los geht's! Das ist der erste Meter von einem Hektar. Oh wow, wir sind zurück. Es ist jetzt 15 Uhr am Nachmittag und die beiden Jungs waren extrem fleißig. Das alles hier war ja heute Morgen noch ziemlich Gestrüpp. Also sie waren so fleißig. Wir haben sich schon vorgearbeitet bis darunter. Da hört man und sieht sie, wie sie sich durchschneiden durchs Gestrüpp. Toll. Also das geht ja richtig klasse voran. Weil erst wenn das ganze Gestrüpp weg ist, können wir so einigermaßen mal abschätzen, wo wir denn eigentlich genau unser Häuschen hinstellen wollen. Und hier mal zum Vergleich sieht man noch das ganze Gestrüpp, wie sich die beiden Jungs da durchfräsen. Und ich laufe zurück zu Anam und Sebastian, die gerade Drohnenaufnahmen machen. Dann können wir euch das Grundstück auch noch mal von oben zeigen. Das ist wirklich auch eine tolle Gegend hier. So um die 10 Minuten nach Kakupé. Das ist ein Städtchen, das alles hat. Und ungefähr eine Stunde, 1,20 je nach Verkehr,
nach Asunción. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal von oben an. Da freue ich mich schon. Oh nein. Schluss. Da kommt er ja nicht ran.